Jawohl, moinsen ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Im letzten Part haben wir den nächsten Stall hier erreicht und ich würde sagen, wir gucken uns, nachdem wir jetzt hier die lieben Viechers gestreichelt haben, direkt mal in diesem wunderbaren Brunnen um. Es ist mal wieder Brunnenzeit. Oh je, lass ruhig los, Link. Oh. Lass doch los. Lass einfach mal los. Haben wir doch schon gelernt, Link, wie das geht. So. Und mal ordentliche Waffe auswählen. Irgendwas, was auch ein bisschen Druck macht. Das da vielleicht? Ja, komm. So, hier ist ein Hahn. Er ist ganz alleine hier unten. Was machst du hier? Okay, man weiß. Ja, ja, ist gut. Soll ich dich machen? Kann man dich hier irgendwie rausholen? Du willst doch nicht hier unten bleiben, oder? Kann ich mit dem nach oben da durch? Nö. Du gehörst doch nicht hier runter, Bruder. Komm. Wir müssen dich irgendwie rausbringen. Das geht so nicht. Aber wie? Ich kann mit ihm auch nicht klettern oder so. Hm. Es tut mir echt leid, aber ich würde dich ja gerne hier rausholen. Du gehörst hier nicht runter. Du gehörst nicht in so eine Höhle hier rein. Aber was sollst du machen? Was soll ich denn machen? Ich kann nichts machen. Er ist da, wie er ist. Und was soll ich tun? Kannst nichts tun. Ne? Musst du mit leben. So, warte mal. Ich muss mal eben hier noch ein bisschen mein Kabellage wieder ein bisschen normalisieren. So, oder geht es auch schon? Okay, dann hauen wir wieder ab. Raus aus dem Brunnen. Ziel auf jeden Fall für diese Woche ist es, jetzt den Rest der Karte aufzudecken. Ich denke, das schaffen wir. Und dann mal Hateno und Kakariko zu besuchen. Hateno, da waren wir gerade auf dem Weg hin. Das müsste hier ganz in der Nähe sein. Aber jetzt gucken wir erstmal ein Orakel. Direkt mal zwei Jobs auf einmal annehmen. Wir haben nämlich eigentlich noch das mit dem Nackten offen. Da habe ich irgendwie die Höhle mit dem Monster nicht gefunden. Aber das wird schon noch. Moin. Hallo. Hörst du dich hier nach Informationen um? Wie ein waschechter Reporter. Jetzt meine Aufgabe, würde ich sagen, ne? Na, wie steht's? Hast du schon was erfahren? Ich hatte bisher kein Glück. Es liegt einfach kein Gezwitscher in der Luft. Also habe ich versucht, mit den Schafen hier zu plaudern. Ey, das war die gleiche Idee von mir. Gut, ich wollte die auch streicheln, ne? Aber die fressen lieber Gras, als sich mit mir zu unterhalten. Wenn man einen solchen Tiefpunkt angekommen ist, braucht es vielleicht wirklich ein Orakel. Ein Orakel? Ja, pass auf. Es soll doch irgendwo hinter dem Stall dieses orakelnde Huhn geben. Schwer zu glauben, oder ein sprechendes Huhn? Ich hörte, dass man es unter dem großen Baum auf dem Hügel dort finden kann. Und jeden Tag sollen sich da die Leute versammeln, um das Orakel zu befragen. Ich habe ja befürchtet, meinen Ruf als erstklassiger Reporter zu verlieren, wenn ich mich auf so ein Thema einlasse, aber vielleicht wissen die Vögel hier etwas, das uns den Wind unter den Schwingen gibt, den wir brauchen. Das Hühnerorakel, das klingt schon so herrlich absurd, da habe ich richtig Bock drauf. Gucken wir gleich mal natürlich. Guten Tag, willkommen im Schäfchenstall von Südakala. War nur ein kleiner Scherz, nicht falsch verstehen. Willkommen im Stall von Südakala. Hier leben schon seit jeher viele Schafe. Da denkt so mancher, wir seien eher ein Schaf als ein Pferdestall. Und da dachte ich mir, die guten Schäfchen haben doch verdient, dass sich jemand um sie kümmert. Und siehe da, schau an, wie viele davon mittlerweile hier unterwegs sind. Für mich gibt es einfach nichts Schöneres mehr. Schäfchen, mehr knuffige Wolle, Wohlfühlstimmung. Leider habe ich mich so sehr um unsere goldigen Schäfchen gekümmert, dass ich die ganze Welt um mich vergessen habe. Und das schließt auch das Huhn ein, das so fleißig für uns Eier gelegt hat. Das ist leider spurlos verschwunden. Unser Huhn wollte nie alleine sein und legte nur in Gesellschaft Eier. Darum mache ich mir große Sorgen. Und doch höre ich es manchmal gackern und wache abrupt auf, Alter, was? Ich bin echt bescheuert. Wache abrupt auf. Ob ich mir das einfach zusammenträume oder ist das Huhn doch hier? Also, ich habe einen Hahn gefunden. Aber da alle Hühner irgendwie aussehen wie Hähne. Es ist bestimmt das Huhn da unten, aber wie kriege ich das da raus? Wie kriege ich das Huhn hier unten raus? Das ist das. Das muss wieder zurück. Wir müssen das Huhn wieder zurückbringen, aber wie? Wie bringe ich das Huhn hier raus? Wie bringe ich dich hier raus, Bruder? Gibt es hier irgendwo einen Weg, wo ich was durchbomben kann? Nee. Wie kriege ich dich da raus? Ich kann es nicht tragen. Ich könnte maximal irgendwas Kleines nehmen, was dann da hochfährt. Aber auch... Kann ich das Huhn aufnehmen? So? Bitte? Auch das funktioniert nicht. Ich kann das nicht mal irgendwo festmachen oder so. Oh. Wie kriegen wir das Huhn da raus? Vorschläge bitte in die Kommentare schreiben. Ich gehe jetzt derweil erstmal zum Orakel und guck mir das mal an.
bin jetzt ein bisschen neugierig. Da hinten beim großen Baum, da versammeln sich die Leute immer. Da wird rumorakalisiert, ne? Gucken wir mal, ob wir da was finden. Da unten fährt einer mit seinem Wagen lange, ne? Genießt das Leben. Hier ist noch jemand. Moin. Oha, was ist los? Wann bin ich endlich dran? Hi. Willkommen im Stall von Südakala. Ja, moin. Magst du Pferde? Ich liebe sie über alles, obwohl ich ganz früher mal Käfer am meisten mochte. Ich übe momentan fleißig, mich wie ein Pferd zu verhalten. Vielleicht verwandle ich mich dann in eins, wenn ich groß bin. Ach, den Wunsch, den hatte ich auch mal. Na, bist du auch hier, um dir anzuhören, was das esoterische Hühnerorakel voraussagt, Alter. Weißt du, erste Folge nach dem Aufstehen hier so, ne? Noch nicht mal den ersten Schluck Kaffee getrunken und dann solche Dinge, esoterisch. Ich muss mal Käffchen trinken, nur Brösterchen. Auf das esoterische Hühnerorakel. Ich wollte es fragen, ob ich mich in ein Pferd verwandeln kann, wenn ich groß bin. Mal sehen, ob es mir die Antwort geben kann, ob ich mich in einen Fuchs verwandeln kann, wenn ich alt bin wahrscheinlich. Groß wird nichts mehr. Zum esoterischen Hühnerorakel wollen ganz viele. Du musst vielleicht noch ein bisschen warten, in Ordnung? Nö, ich dränge mich einfach vor, das ist ja der Trick. So, warte mal, was ich jetzt als erstes machen muss, weil es mich echt nervt. Ich muss mal eben mindestens den hier kurz mal ausmachen, entlasten. So, es reicht, wenn Tulin uns verfolgt. Moin, absolut beeindruckend. Hi. Sag mal, junger Mann, wie findest du denn meine Garderobe? Macht was her oder nicht? Ja, sie hat ihren eigenen Style, sag ich mal, ne? Ich mag zwar alt sein, doch in meinen vorgerückten Jahren entdeckte ich die Mode für mich. Jemand, der großen Einfluss auf das Werk der bekannten Modeschöpferin Sagono hatte, soll in Taburasa leben. Ich war also auf dem Weg nach Taburasa im Osten, hab aber hier Halt gemacht, um zu sehen, was an dem Orakel dran ist. Es hat mir prophezeit, finde dein Glück auf einer einsamen Insel im Nordosten. Tja, der Weg der Mode kennt keine Abkürzungen, also gehe ich in Richtung Nordosten, wie es die Weissagung will. Na, dann schaue ich doch mal, was wird denn hier noch... Die Liebe meines Lebens. Ist das echt so ein Huhn, das da rumorakelt? Du ahnst es nicht. Du ahnst es nicht. Ob ich fragen sollte? Nein, lieber doch nicht. Oh, bist du auch hier damit, das esoterische Hühnerorakel dir die Zukunft vorhersagt? Ja, hatte ich bis heute Morgen noch nicht vor, aber jetzt habe ich irgendwie den tiefen Urge in mir. Das verspüre ich sehr. Ne? Es hat nämlich immer recht. Das sagen hier alle. Alle wissen das, ne? Wenn du magst, geh ruhig hin. Ich habe so viele Sachen, die ich fragen möchte, also brauche ich noch etwas, um meine Gedanken zu ordnen. Du kannst gerne vor mir fragen. Das ist ja nett. So viel zu dem Thema. So, liebes Orakel. Deinen Namen, ich kenne ihn. Link. Und dein Begehr ist es, Prinzessin Zelda zu finden. Das ist richtig. Nichts bleibt vor mir verborgen. Um zu erlangen, was du so sehnlich wünschst, musst du eine Reihe von Prüfungen bestehen. Nun denn, wirst du dich ihnen stellen? Ja, ich versuch's aktuell, ne? Ich bin da eigentlich gerade direkt mittendrin, stand nur dabei, so. So soll es sein. Höre nun die erste Prüfung. Begib dich innerhalb der vorgegebenen Zeit zum höchsten Punkt des Stalls. Gehe, renne, fliege, tu, was immer nötig ist. Ich weiß, dass du es schaffen kannst. Fuck. 44 Sekunden. Tulin, wo bist du? Ich habe leider Tulin wohl offensichtlich entlassen. Scheiße, den hätten wir jetzt gebraucht. Egal. Los geht's. Oh, ich habe beim Rennen die ganze Ausdauer verbraucht. Wieso klettert er nicht? Er klettert da nicht. Ich bin verloren. Okay, so wird's nix. Am besten... Bauen wir uns irgendein Vehikel oder sowas. So wird's nix. Das müssen wir nochmal neu starten. Nehmen wir so eine Kiste und fahren dann damit da hoch? Oder wie mucken wir das? Das ist eine gute Frage. Gib mir mal die Ultra Hand. Nimm mal ruhig so eine Kiste mit. Wir können die ja hier hinstellen. So. Die Zeit ist abgelaufen. Kommt wieder zurück. Achso, dann ist das komplett weg. Okay. Also mit Tulin an unserer Seite hätte es vielleicht geklappt. Wir hätten über den Baum vielleicht kommen können. Was tust du denn? Auf diese Weise wirst du nicht erhalten, wonach dein Herz begehrt. Überlege gut, möchtest du dich erneut der Prüfung stellen? Ja, aber dann noch nicht. Ich wusste, dass du diese Worte sprechen würdest.
Denn von mir bleibt nichts verborgen. Ja, warte einen kurzen Moment. Ich könnte auf den Baum und dann mit Thulin darüber gleiten. Aber ist Thulin denn... Habe ich den deaktiviert? Was ist er denn? Da ist er doch. Wieso war er gerade nicht da? Thulin, lass mal eben ausprobieren. Wenn ich hier auf den Baum kletter, auf dem 100 Pro ein Krog ist, sag ich doch. Das war sowas von klar. Du hast mich gefunden. Ja, ja, sicher doch, ne? Gib hier alles, mein Freund. So, und wenn ich dann von diesem Baum aus hier losgleite und nun hier so mache. Na, das reicht wieder nicht. Das reicht nicht. Dann könnten wir nochmal hier drauf. Ein paar Eier klauen. Und dann von hier aus. Oh, wir sind drauf. Und jetzt müssen wir dann noch hoch. Geht das? Ja, das geht. Das könnte reichen. Das könnte reichen von der Länge her. Tatsache könnte das reichen. Guck mal, von der Zeit her könnte das echt hinhauen. Wir müssen ja nur hier rauf und von den Sekunden her haut das hin. Probieren wir es mal so. Das gefällt mir. Das ist, das sieht machbar aus. Okay. Zurück. Let's go. Reden wir nochmal mit unserem guten Hühnchen hier. Pass auf. Ich wusste natürlich, dass du zurückkommst. Ja klar, ich bin bereit. So soll es sein. Höre nun die erste Prüfung. Ja, die kenne ich doch. Ich muss da hin. Oh, jetzt regnet das. Ist nicht euer verdammter Ernst, ne? Ist doch nicht wahr. Ja, brauchen wir gar nicht versuchen. Solange das regnet, hat das keinen Sinn. Das ist doch jetzt nicht wahr, Mann. Also jetzt mal ernsthaft. Egal, wir können es ja trotzdem mal machen. Aber es wird nicht funktionieren, weil wir jetzt natürlich abrutschen. Siehst du ja. Also vergiss es, hat keinen Sinn. Oh, meine Fresse, das ist doch nicht wahr. Also wie viel Pech kann man denn haben? Jetzt mal ernsthaft, Leute. Erzählt mir, wie viel Pech man haben kann. Das Geile ist, jetzt können wir uns hinlegen, dann regnet das gleich wieder. Ich würde vorschlagen, wir warten die Zeit jetzt einfach ab. Dann werden wir ein paar Amiibos einlösen, um die Zeit rumzubringen, bis es aufhört zu regnen. Dann haben wir einen kurzen Spot, wo es bewölkt ist. Einen ganz kurzen. Den nutzen wir dann, um hoffentlich dieses Rätsel zu lösen. Das sollte ja wohl klappen. Und ja, dann hoffe ich, dass das zweite Rätsel nicht wieder irgendwas mit Zeitgeschwindigkeitsgedönserei ist. Das hasse ich ja wie die Pest, ne? So auf Zeit irgendwelche Dinge machen, ich hasse das. Ich hasse das einfach. Aber egal, wir ziehen das jetzt trotzdem durch. Ich will das Orakel glücklich stimmen. Aber es ist zeitlich doch etwas knapp. Also ich weiß nicht, ob das mit normalem Klettern klappen könnte. Ne? Aber eigentlich muss. Was tust du denn? Ja, weiß ich doch. Es regnet. Hast du das nicht mitbekommen? Deswegen lass stecken. Ich gehe jetzt mal, ich greife mal eben unter mich, unter meinen, in meiner Konsisform eines schwedischen Möbelhauses. Mit den ganzen Amiibos drin, ne? Oh. Und dann wollen wir die mal einlösen oder was? Ein bisschen die Zeit rumbringen, ne? Nützt ja nichts. Gehen wir hier runter, da ist auch viel Platz. So. Und dann lösen wir einfach ein bisschen Amiibos ein. Komm, was soll's? Oh, die Kabellage hier, du wieder. Ich sag euch das doch. So, Amiibo. Was, wir haben ja sonst nichts zu tun jetzt gerade, ne? Was willst du machen? Dann nehmen wir mal Link hier mit seiner Ocarina. Ups. Bisschen Fleisch kannst du immer gebrauchen. Ihr hört jetzt vielleicht ein bisschen noch den Controller blubbern. Nützt nix. Soldaten-Zweihänder. Ja, mal gucken, habe ich irgendwas Schrottiges, was weg kann? Ah, Blitzkeule. Zweihänder ist halt echt so ein Kackding. Egal, da haben wir den Bumerang auf dem Boden. Der nervt halt hardcore. Ja, das Bumeränge. So, dann hier unseren guten Kollegen, der gerne Steine zerklopft. Da ist hoffentlich wieder so ein Steinezerhauerer drin, weil unserer ist ja schon wieder ein bisschen angefragt. Wunderbar, ein weiterer Steinspalter. Dann können wir den aktuellen ja wieder entsorgen. Warum hat der eigentlich... Ach so, der ist... der hält, glaube ich, länger. Längerer. Ja, dann schmeiße ich mal einfach nochmal so ein Schwert wieder weg. Komm. Und den Dinger kann man ruhig zwei gebrauchen. Die kann man immer gebrauchen. So. Dann haben wir hier den Majora's Mask Link. Der hat uns ein bisschen Pilze aus dem Wald mitgebracht. Nie verkehrt. Und ein Ritterschwert. Ach, schau mal. Na, guck. Oh, na doch, da, guck mal. Soldatenschwert können wir durch Ritterschwert ersetzen. Nur ein bisschen Rüstgras. Das sammeln wir auch mal gerade ein. So, was haben wir denn noch? Dann haben wir hier Link von Ocarina of Time Adult. Nur mal auf hier die Kiste, ne? Jawohl.
Das Schattengewand. Der Held, der gegen Schatten kämpfte, soll es getragen haben. Schön. Dann haben wir hier Mifa. So, danach regnet das gleich wieder. Dann haben wir einmal kurz einen Spot, wo es bewölkt ist. Die Zora-Lanze. Nicht schlecht. Ja, komm. Dann können wir. Ich sollte die, glaube ich, aufheben. Irgendjemand meint zu mir, wenn du mal wieder eine Zora-Lanze hast, heb die mal auf. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Ich lese tatsächlich die Kommentare alle brav. Ich versuche das. Das Problem ist, die nimmt natürlich jetzt Platz im Inventar weg, ne? Und wie das immer so ist, Inventarplatz ist ja knapp, ne? Wofür brauche ich die denn? Muss ich die nachher irgendwem bringen oder so? Na, wir werden es ja sehen. Ich heb sie mal auf. Ich versuche dran zu denken. Gerudo-Messer. 8. So. So, was haben wir denn hier noch? Das war Zelda. Opal. Schön. Dann Zelda aus Breath of the Wild. Ein Ritterschild. Jo, ich glaube, nö. Ja, dann lasse ich das andere Ritterschild mal fallen, wa? Dann haben wir Zelda mit ihrem Vogel. Das muss ich auch noch durchspielen, ne? Skyward Sword. Ich habe das noch nie durchgespielt, weil mich die Steuerung geht mir so auf den Sack. Unglaublich. Selbst in der jetzt neu aufgelegten, etwas überarbeiteten Version geht mir die Steuerung immer noch mega auf den Sack. Keine Ahnung, ich würde das gerne einfach der Story wegen einmal durchspielen. Vielleicht mache ich das mal hier so als Let's Play. Oder vielleicht wäre es sogar was für einen Stream, weil ihr mir dann live zugucken könnt, wie ich leide. Könnt ihr mal in die Kommentare hauen, ob euch da besser gefallen würde. Aber alleine um der Komplettheit wegen, damit ich mal alle Zeldas gedattet habe, muss das eigentlich mal sein, weil sonst habe ich eigentlich alle gezockt. Mindestens einmal. Selbst hier, das, was ich nicht so mag hier, Majora's Mask. Weil an sich finde ich Majora's Mask ja geil. Reiter Link hier. Nur halt die Tatsache, dass es auf Zeit ist. Und zwar die ganze Zeit geht mir da halt urdoll hart auf den Sack. Müssten wir vielleicht aber auch mal Let's Playen, wa? Ein Soldatenschwert. Schön. Dann haben wir hier Link mit seinem Taktstock. Jo. Jo. Ein Bumerang. Nee, danke, lass mal. Brauchen wir nicht. Dann haben wir Sheik. Oh, es regnet immer noch. Hör mal auf mit dem Regen da. Meine Güte. Ansonsten, also keine Sorge, wir können das eh nur einmal machen mit den Abibos. Nee, Genshin-Schild brauchen wir. Goshin-Schild. Wie komme ich auf Genshin, Alter? Brauchen wir nicht. Dann habe ich hier einen Boblin. Ein Boblin. Mit einem Bockschild. Das brauchen wir nun wirklich nicht. So langsam sagt das Game auch. Oh, es sind ein bisschen viele Objekte hier. Was huggelt langsam so ein bisschen. Dann den Link noch mit seinen Pfeilebogen. Ein Flitzebogen und ein Maxi-Barsch. Dieser große Fisch hält sich bevorzugt in Ufernähe auf. Als Kochzutat füllt sein nährstoffreiches Fleisch all deine Herzen auf. So, jetzt geht's aber los. Es hat aufgehört zu regnen, Leute, los, ganz schnell. Schaffen wir das noch? Ja, es ist zwar in 30 Sekunden ist eigentlich Break, aber komm. Eine Runde können wir nochmal versuchen. Let's go. Wir gehen hier hin. Dann, nein. Ach, reden wir nochmal mit dem Orakel. Guten Tag, Orakel. Ich möchte es bitte nochmal versuchen. Ja, ich bin bereit. So soll es sein. Höre nur die Prüfung. Ich kenne die Prüfung noch. Warte, ich muss mich dahin begeben. Schaffen wir. Geh, renne, fliege. Du schaffst das schon. Ja. Versuch mein Bestes. 3. So, ich habe mich dagegen entschieden, auf den ersten Baum zu klettern, weil das keinen Sinn... Wo ist Thulin? Warum ist Thulin jetzt nicht da? Ich verstehe das nicht. Ich bräuchte ihn jetzt. Okay, so, nun aber los. Noch ein bisschen. Mein Hahn ist zwar schon gerade am Krähen, aber... Du hast es geschafft, sag ich doch, ist kein Thema. Sie ist aber die Zeit auch gut genutzt. Ein bisschen Amiibos eingefarbt, ich räume die auch wieder weg jetzt. Die letzten beiden schenken wir uns.
So, beeindruckend. Warte, lass mich eben kurz, meine Konsistform wieder mit Amiibos füllen, ja? Und sie gleich wegräumen. Dankeschön. Ah. Und tschüss. Beeindruckend, doch es überrascht mich nicht, denn ich bin allwissend. Wisse, dass dies nicht die letzte Prüfung war. Meister auch die nächste und du sollst bekommen, wonach dein Herz verlangt. Also dann. Wirst du dich der Prüfung stellen? Jetzt nicht, aber gleich. Ich wusste, dass du diese Worte sprechen würdest, denn vor mir bleibt nichts verborgen. Wir machen jetzt erstmal nämlich einen kleinen gemütlichen Break. Meine Lieben, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, es soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst uns bei den Däumlein da, Kommentare, ja, und Feedback natürlich gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.